Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Play Noir. Ja, wir werden jetzt mal direkt telefonieren gehen. Phelps Badge 1247. How can I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Thanks, ma'am. Okay. Dann wollen wir mal weitermachen. Was haben wir denn als nächstes? Erstmal gleich in die Locations gucken hier. Was machen wir denn als nächstes? Wir gehen jetzt mal Location. Wir haben eigentlich nur noch das Hobo. Oh, wow. Wow, wow, wow. Ja, okay, dann gehen wir erst zur Gas Station. Alright, dann ab zu der Gas Station. Aber ich könnte mir auch schon vorstellen, irgendwie, dass unser Serienkiller ein Taxifahrer ist, ne? Der kommt mit vielen Frauen und so in Verbindung. Hm. Könnte ich mir... Der kommt mit vielen Menschen und so, kommt der zusammen. Okay. Wo ist das Taxi? Oh, warte. Woanders. Oh, jetzt muss ich dieses scheiß Taxi suchen oder was? Das gibt's da wohl gar nicht. Ist das da hinten vielleicht? Da ist es doch. Da. I got you. The fare you picked up from Baron's bar last night. What was the woman wearing? It was a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gone and ruined my day. Okay. Ja, weil wir dich jetzt befragt haben, ist dein Tag versaut oder was? Du denn drauf? Ja. Dann, was haben wir als nächstes? Location. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur das Hobo-Camp, oder? Und dann ab zum Hobo-Camp. Wir kriegen jetzt noch irgendeinen Funkspruch oder sowas rein, aber wenn nicht, dann gehen wir zum Hobo-Camp. Also wir könnten auf jeden Fall, also ein Sailor, also ein Seemann, das passt ja, weil der benutzt ja immer Seile, die zur Seefahrt passen. Ich frage mich halt nur, wie er es immer schafft, die ganzen Beweise den Ehemännern unterzujubeln. Das finde ich spannend, muss ich sagen. Gut, dann fahren wir jetzt erst zum Hobo Camp. So. Sind wir noch? Haben wir noch andere Objectives gerade? Mal kurz gucken. Ne, investigate. Investigate the Hobo Camp. Ja, dann machen wir das doch auch mal. Ab zum Penner Park. Alright. Ja, Freunde. Ich bin mal sehr gespannt, wie das hier ausgeht. Ob wir später auch nochmal so ein bisschen mit Korruption aneinander raten. Ich meine, das ist ja mit Sicherheit auch hier unterwegs. Der eine da, der hat auf jeden Fall für mich schon mal so
ein bisschen darauf gewirkt, bei dem Film, bei dem Fall, wo wir auf dem Filmset da ermittelt haben. Er hat für mich schon so ein bisschen korrupt gewirkt, dieser Cop, der da den... Jetzt wollen wir keine Crime Scene machen. Kein Speed Crime. Das wollen wir jetzt gerade nicht machen. Wir wollen jetzt hier investigaten und den Tönnes suchen. Diesen, ja, wie sagt man, der ist so ein bisschen, wenn man das nicht verstümmelt. Ja, doch, verstümmelt würde ich sagen. Soll ein bisschen verstümmelt sein. So, dann. Let's have a look. Interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. Six rounds won't get us far. Need you to stay put the setting. We need to hold that for the hell. How do we do that? Like this. Buckshot. Down. If you want your rifle, these men know they're harboring a murderer. We need to fight for it. Alter, ich krieg hier voll ins Maul. Ich frag mich, warum er manchmal nicht angreift. Er hat einfach nicht angegriffen. Ich drück die ganze Zeit diesen fucking linken Mausbutton. Er greift nicht an. Ich raff's nicht. Warum nicht? Was zum Kotzen? Interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. Six rounds won't get us far. Need you to stay put the setting. We need to hold out for the cavalry. How do we do that? Like this. Buckshot. Down, Phil. Okay, there's Sauer. We need to fight for it. Disciples. Okay, ich muss so konternmäßig. Alter, der gibt mir voll auf Maul. Digga, ich kann ihn nicht angreifen. Warum nicht? Ich versteh's nicht. Er macht das nicht. Er schlägt den nicht. Warum nicht? Ich hatte das Problem letzte Mal schon. Jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Nervt doch. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. Six rounds won't get us far. Need you to stay put the setting. We need to hold out for the cavalry. How do we do that? Like this. Buckshot. Down, Phil. You want to these men know they're harboring a murderer? Okay. We need to fight for it. Dann werde ich ihn jetzt. Warum darf er mich denn mit diesem Ding auch immer treffen? Ja, das mache ich ja. Das ist das, was ich die ganze Zeit mache. Dodge Attack. Bin hier ultra mit einer rein spam. Setz dich jetzt hin. Verdammt nochmal. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Ja, dann gucken wir uns mal um hier in dem Obercamp. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Was war denn da? Das ist nichts Besonderes. Was haben wir hier? Eine Geldbörse.
Geht da was? Okay. Das II? TT? Irgendwie sowas. Gucken wir mal rein. Crystal Ballroom. Mhm. Na gut. Was haben wir da sonst noch so? Hier noch im Bett irgendwas? Oh, das ist nicht so gut. Bloody Tire. Looks familiar. Na, ne? Mark under Teresa Terrellson's chin. Das ist natürlich nicht so gut, mein Bester. Ein Obdachloser? Na, ich weiß ja nicht. Oh mein, hier liegt noch ein Newspaper. Missing Morphine. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. It's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts. And they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest? My problem is that people are dying. And that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Was eine Hilfe. Das hätte man sich auch wirklich schenken können, ne? Okay. Haben wir wieder mal ein Newspaper gefunden. Oh, mein Game ist jetzt nicht abgestürzt oder so. Ne? Okay. Gut, ist hier sonst noch irgendwas? Und Interesse. Kann noch einmal hier lang gehen. Hier noch irgendwas. Ich kann hier sonst nirgendwo reingehen, ne? Nö. Hier noch irgendwas drin, vielleicht? Ja, mal gucken, denn. Ne? Doch, jetzt darf ich rein. Aber hier ist auch nichts, ne? Ne. Okay, na gut, dann dürfte ich einmal raus, Rusty, ich danke dir. Ja, dann zurück zum Auto, ne? Boah, würde ich dich erschlagen, wenn du hier die ganze Zeit Mundharmonika spielen würdest, ne? Alter... Es ist fucking mitten in der Nacht, Alter. Geh mal pennen. Alright. So, was steht an? Central Police Station. Ja, wir müssen jetzt den,
Wir müssen jetzt den, wie hieß er nochmal? Den Ackermann, den müssen wir jetzt interviewen, ne? Dann. Dann machen wir das doch mal. Komm ich hier raus? Ich muss raus. Ja, ich kann hier, glaube ich, aber rüberfahren. Ne, ja, das geht. Oh, mit ein bisschen Fantasie geht das. Alles klar. Gut, damit sind wir wieder auf der Hauptstraße. Und ja, dann gucken wir jetzt mal, was der Penner-Chef da zu erzählen hat. Oh, da machen wir nochmal mit. Den nehmen wir nochmal mit hier. Ich würde gerne jetzt so langsam, aber sicher, glaube ich, mal so die Hälfte davon fertig machen. Also wir nehmen jetzt so viele Street Crimes mit wie möglich eigentlich. Aber wo sind wir hin? Hier? Why don't you come on out, Jimmy? I won't let them hurt you. Not my honey boy. I told you not to call me that woman. Now shut the hell up. What the you fuck? Shut the hell up. Was ist denn hier schon wieder los? Is that the lady of the house? It's a nice story. Two old lovebirds just moved in together. But they had a falling out, and he chased her across the yard with a 12 gauge. Now it's him or us. Okay, ja, dann gucken wir mal. Kann ich ihn finden? Okay, der schießt, aber ganz dolle. Ja, dann guck doch mal raus hier. Nicht hier rüberspringen? Ja. Oh, komm, wir töten ihn jetzt. Oh mein Gott, der hat mich getroffen, der Arsch. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir angefangen haben, ne? Hätten wir den noch festnehmen können, wenn man den getackelt hätte? Ich glaube, immer wenn die Szene kommt, hätte man den noch festnehmen können. Weil die gucken so traurig, als wäre das kein Erfolg gewesen. Wenn man die Schießerei einfach beendet, dann kommt der immer hier Code 4 Central Station, ne, wo er den Funkspruch macht. Aber ich glaube, immer wenn die Szene kommt, dann haben wir verkackt. Aber wer scheiß drauf, ganz ehrlich, solange wir das Ding completen und die XP dafür kriegen. Ne? Right. Dann ab zur Central Station. Verhören wir mal den Penner-Chef. Oh mein Gott, what the fuck? Meine Tastatur ist kaputt. Die T-Taste lockt sich manchmal einfach ein. Und dann dreht das Auto ab. Ich glaube, ich brauche eine neue Tastatur, Männers. Das hilft, glaube ich, alles nix. Alright, da sind wir. Dann wollen wir denjenigen mal verhören. Welchen Raum habt ihr für uns gebucht? Wo ist er denn hier? Ackermann, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? Ja, warum siehst du so furchtbar aus? It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Okay, dann erzähl mal. Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Du bist das? Du bist der... What the fuck? Okay, Moment. Das glaube ich dir aber nicht, weil du benutzt bei allen Opfern nämlich immer. You're denying that you strangled Mrs. Terrellson with a length of rope. I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Ja, aber ich habe ja proof. Ne? Da. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too.
I own no property. How could it belong to me? Okay, wann hattest du Kontakt? A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Ja, guck dir mal dein Gesicht an, Junge. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Alter, what the fuck? Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. Wer ist das? Der ist der Werwolf-Killer. What? A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Theresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Alter, wir haben alle Beweise gefunden und alle Fragen richtig gestellt. Tschüss. Okay, wir waren sehr, sehr gut. The bus driver who delivered Teresa to her death might have liked a chance to testify. Ist der echt der Werwolf-Killer gewesen? Der Fucker? What? Jetzt mal wieder in den Club, oder was? Hallo, Alfons! Ja, den feiere ich auch irgendwie todesab, den Alfons. Den mag ich wirklich übertrieben. Mega, ich feiere das ja auch, ne? Warte mal, The Studio Secretary Murderer. Ne, nicht Murderer, sondern Murder. The Studio Secretary Murder. So, jetzt haben wir's. Oh, shit. Da ist aber jemand, du solltest da nicht laufen. Oh, shit. Sind wir doch noch nicht fertig mit dem Werewolf-Killer? Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring, a matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawn broker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Na gut, dann gucken wir mal, ne? Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down one. Another body. And Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. Da komme ich nie weiter. Hier ist der Exit. Aha. Okay, dann. Da, Rusty. Ja, fangen wir mal mit dem Pawnbroker an. Das ist ein, wie nennt man das? Hier diese. Mein Gott, jetzt glaubst du mir, fällt das Wort jetzt ein. Ein Pfandhaus, mein Gott, ein Pfandleier ist das. Ja, genau, ein Pfandhaus, jetzt haben wir
Mein Gott. Jetzt kurz, ist mir jetzt kurz entflogen, das Wort, ne? Alright, dann wollen wir mal gucken, was da passiert. Da sollen nämlich die Wertsachen in Pfändung gegeben worden sein. Achso, ja. Also mein, ich muss natürlich auch selber laufen, ne? Einen wunderschönen. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Okay. Dann zeig mal her. Ah, da ist was. What's this mark here? Ein Maker's mark. Usually traceable. H? That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Okay. Und was ist das für einer? Does this mark mean anything? Ne, das ist Karat, ne? Gives you an idea of the quality. Okay. Naja, mehr hilft mir jetzt auch nicht. Erstmal haben wir jetzt hier nichts, ne? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Okay. Also Poland Street in London, das glaube ich. What the fuck? Das ist ja wohl sowas von fake, mein Lieber. Dann brauchen wir gar nicht weitermachen. So, dann ab zur Crime Scene, ne, würde ich mal sagen. Ja. Wollen wir mal. We have a problem. We could have the local troopers check out the Blair County address. The address is bogus. Purpose having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned the rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine. The man who killed Elizabeth Shore may have also killed Deirdre Mullen. How do we prove that? No. Skipper ain't gonna like this one. We're gonna have to rely on this guy tripping up with vanity. KGPL 20 Century in at the center. Reports a man with a gun. Oh mein Gott, warte mal, wir müssen das erst noch machen. Wir müssen das erst noch machen, Freunde. Wir brauchen, wie gesagt, die Street Crimes. Ganz wichtig. Denn da sind noch über 20 Stück offen. Und ich kann mir, ich weiß nicht, wie viel Spielzeit das Game so hat. Aber wir haben ja jetzt auch schon den ein oder anderen Fall aufgelöst. Also das könnte schon auch vielleicht demnächst dann auch wieder zu Ende sein. Ne? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir hier irgendwie 70, 80 Folgen draus machen. Ich gehe mal davon aus, dass das hier so ein, weiß nicht, vielleicht 20, 30 Folgen-Ding ist. Und wir sind schon in Folge 12 oder so ungefähr. Deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen die Street Crimes auf jeden Fall so gut mit, wie wir können. Auch wenn die halt in der völlig entgegengesetzten Richtung liegen. Weil ich gehe mal davon aus, dass wenn wir diesen Werewolf-Killer geschnappt haben, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass dieser Penner da der Werewolf-Killer sein soll. Also weiß ich nicht. Wir werden sie jetzt gleich an der Leiche sehen. Wenn das wieder ein irgendein Nackedei da ist, dann Oh, wir müssen hier rein. Would be Robber.
please, you've got to call for help. He doesn't look real good. Quick, what happened? Some punk held up my stand. This guy tried to help and got a bullet for his trouble. He got hit and hightailed it through the parking lot. Get going. Ach, das ist er doch. Da kann ich mir doch jetzt schon vorstellen, dass der dort ist. Da liegt ein Newspaper, den man vielleicht hätte mitnehmen können. Okay. Oh mein Gott, wohin, Bro? Mal hier so ein. Oh mein Gott, sind das zwei? Das sind zwei, ne? Ich bin guter Schütze, mach dir mal keinen Kopf. Mach dir mal keinen Kopf. Ey, ich will da hoch. Helps, los, hoch mit dir! Den haben wir auch niedergeschossen. Weg mit dir, du Affe. Wir werden keine Marktstände überfallen. Nicht während meiner Schicht. Car 11K calling KGPL. Shots fired. Suspect is down. We're code 4, but I need an ambulance on Grand between 4th and 5th Streets. 11K, roger on your ambulance. All units be advised, the suspect is down on Grand between 4th and 5th Streets. Repeat, the suspect is down. Code 4. Okay, perfekt. Gab wieder Punkte für uns. Dann Rainer, dann hoffen wir mal jetzt, dass wir ermitteln dürfen. Aber ich glaube, wir kriegen mit Sicherheit noch einen Street Crime. So, wir müssen einmal hier einen vernünftigen Weg finden. Das ist so ein Tunnel, ne? Den können wir auch nicht fahren, aber wir hätten da unten lang gekonnt. Na gut, dann fahren wir jetzt hier einmal hier rüber und dann rechts rum. Ich muss sagen, ich hätte Bock auch nochmal auf GTA San Andreas. Die anderen ganzen Teile fand ich alle nicht so. Was heißt, die sind natürlich, ist GTA 5 auch gut, ne? Aber San Andreas ist so für mich das beste GTA bis jetzt. Ich habe ja alle Teile gespielt, also von Vice City bis so die ersten Teile, die man so gespielt hat, ne? Aber ich fand, GTA San Andreas war immer der beste. Und den würde ich auch, glaube ich, ganz gerne hier auf dem Kanal nochmal behandeln. Den Titel, GTA San Andreas. Einfach aus dem Grund, weil der ist einfach ein Klassiker, ne? Das ist halt auch wirklich ein Nostalgie-Titel. Meine Fresse, ey. Also gleich hast du mich aber hier liegen, ey. Wenn ich jetzt so ein bisschen mehr Wortfindungsstörung habe. Ich habe doch schon Kaffee getrunken. Komm, wir nehmen noch einen. Einen nehmen wir noch mit. Ein Street Crime nehmen wir noch mit. Und dann fahren wir zum Ziel. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich hänge jetzt einfach an die Folge noch 20 Minuten dran. Dann müssten wir eigentlich ganz gut klarkommen hier. Ja, machen wir heute eine längere Folge von, weiß nicht, 50 Minuten oder so. Ne? Wir sind da ja frei in unserem Handeln, wir können das ja machen, wie wir lustig sind. Deswegen holen wir uns noch ein Street Crime mit. Ne? Immer so kleine Nebenmissionen, aber dass die immer so weit weg sein müssen, das finde ich wirklich blöd, ne? Das finde ich wirklich blöd, dass die immer so weit weg sein müssen. Ich gurke halt wirklich nochmal durch die ganze Stadt dafür, ne? Also wenn wir die jetzt gemacht haben, dann machen wir aber keine weitere Street Crime mehr jetzt erstmal. Ne? Dann machen wir jetzt erstmal Schluss hier. Dann fangen wir mal an, uns um den echten Fall zu kümmern. King, 2459 suspects sighted in the vicinity of the trolley station on Lucas Avenue.
So, was ist hier los? Hier? Aha. You should have iced those folks. You leave no witnesses, you stay out of the post. I'm not riding all the way to Santa Ana and then on to Cincinnati with you pissing in my ear. But I'm tired of always being on the lam. I don't have a choice. A stick-up charge is still a stick-up charge, and I ain't going back inside. You're both coming with me. Don't do anything stupid. Ja, dann hinterher, ne? Erstmal wieder Sirene hier an. Nein, das ist gar nicht gut. Schnell hinterher. Oh my goodness, das muss doch jetzt nicht sein. Hallo? Ah! Da vorne ist er, jetzt kriege ich dich. Ich kriege dich. Da haben wir dich. Alter, der schießt zurück. Jetzt. Schnallen ab! Mann, Rusty. Das muss doch nicht sein. Du kannst doch auch mal treffen. Einfach auch mal treffen. Digga, schieß doch einfach! Mein Gott, ey. Schieß doch einfach. Car 11K calling KGPL. Code 4 at the Lucas Avenue Trolley Station. The 459 suspects are in custody. Roger, 11K. All units, code 4 on the 459 suspects at the Lucas Avenue Trolley Station. Okay. Sehr gut. So, jetzt wollen wir aber bitte den Fall jetzt hier lösen. Jetzt wird's aber Zeit. Dass wir jetzt hier den Fall lösen. Beziehungsweise, dass wir damit anfangen, ne? Das wäre schon mal nicht verkehrt. Dürfte ich da bitte einfach langfahren? Ich danke dir. So. Also das nächste Street Crime werden wir uns nicht annehmen. Wir werden jetzt gucken, dass wir mal langsam aber sicher in Richtung unserer richtigen Crime Scene kommen. Was ist denn hier los? Da muss man auch vielleicht einfach mal nicht abbiegen, ne? Besser ist das. So, dann ab nach... Wir müssen zum Bahnhof, ne? Zur Railway. Nee, dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Dieses Mal wollen wir kein Street Crime machen, dieses Mal wollen wir einfach in Richtung der richtigen Crime Scene fahren. Und wollen mal schauen, was wir hier alles Tolles finden. Ne? Wir müssen auch mal schauen, was wir hier als nächstes mal spielen. Ne? Also wenn das Game hier vorbei ist, müssen wir mal schauen, was wir dann nochmal spielen wollen. Wir haben ja noch einige Titel auf der Liste. Ich werde mal gucken. Ich glaube, ich werde mal den letzten Monkey Island Teil auch nochmal andenken irgendwie. Der fehlt auch noch. Wir haben ja noch Monkey Island, haben wir auch mal vor einer ganzen Weile. Haben wir das ja auch mal alles gezockt wie die Irren.
Und dann ist das irgendwie in Vergessenheit geraten, das Projekt. Und dann wollen wir natürlich dann jetzt mal wieder aufrollen, denn ja, Monkey Island auf jeden Fall auch ein sehr cooles Spiel, beziehungsweise eine coole Reihe sogar. Da gibt es ja auch noch den. Na, jetzt los. Scheiße, müssen wir jetzt hier durch die Züge durchfahren oder was? Okay. So, ist die wieder nackig? Falls ja, dann haben wir ein Problem. Ne, ist nicht nackig. Hart, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Okay. Ja, wollen wir uns mal umschauen, ne? Was wir so Tolles finden. Wir können mit ihm hier reden? Okay, ne, sollen wir nicht. Carruthers has a body he has to inspect. He'll wait a couple of minutes. So, was haben wir denn hier? Hier ist auf jeden Fall Zeugs. Erstmal hier die Handtasche. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Handbag. Ein Brief. Dear Evelyn. Von wem ist denn der? Okay, das war irgendein, also die Hälfte eines Briefs. Was haben wir da sonst noch drin? Da ist noch irgendwas anderes. Was ist das? Keystone Film Company. Keystone Studio Lot closed back in 41. What? Okay. Die Studios gibt's also nicht mehr. Okay. Was haben wir da noch? Was ist das? Mensches Bar. Okay. Jo. Können wir auch nochmal Auge machen. Was haben wir hier noch? Eine Einkaufsliste. Address of Levine's Liquor. Okay. Sonst irgendwas hier, was spannend sein könnte? What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Bam. Haben wir hier? Ist da was? Was ist das denn? Ein Fahrzeug oder eine Polizeimarke oder? Don't think this is any use to us. Okay, das hat mit uns nichts zu tun. Was ist hier los? Okay, hier endet die Crime Scene Musik. Also hier ist die Crime Scene dann vorbei. Warte mal, hier soll auch irgendwo ein Telefon da sein, ne? Dann machen wir gleich ganz zum Schluss. Erstmal gucken wir uns erstmal die Leiche noch an. Ach du Scheiße, dich hat man aber ordentlich zugerichtet. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell. But it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Okay. Dann einmal den Arm angucken. Auch schon wieder ein Ring, ne? Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in. Dann war der das doch nicht. Haben wir den Serienkiller immer noch nicht gefunden. Okay, sonst kann ich mir hier bei der Leiche nichts mehr angucken. Ist hier sonst noch irgendwas? Kann ich mit dir nochmal reden? What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Okay. So, wen haben wir denn hier alles? Wer bist denn du? Hast du irgendwas zu sagen? Detective Phelps, LAPD Homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John.
If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. Du sagst nicht. I was kissing her. Shut up. There's no Take law your against beating it. Like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. What? Classic Carmine. Okay, auf jeden Fall auch so ein bisschen abgebrochen mäßig, aber gut. I see. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop. Don't hit him. Ja, echt mal Rusty. Dann war mal gut. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Okay. Ja. Mag schon sein. Nö. Did you take any money? Hast du ja gesagt. There wasn't any to take. I found her lipstick in her matchbook over on the mat. Not much else. Oh, okay, das war sogar richtig. Okay. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Das ist ja Quatsch. Wir wissen ja, dass einer der hier so ein anderer Arbeiter das gefunden hat. Ich darf das böse Endwort hier nicht sagen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is gonna look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine. Warum haut der den die ganze Zeit? Warum haut der den die ganze Zeit? Hör auf, Safet. Oh Mann. So, wer bist du? Du bist der, der die Leiche gefunden hat, ne? Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. Yeah, that's about 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. All right. So, ich soll telefonieren. Muss mal gucken, was ich da herausfinden kann vielleicht. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thank you. Okay, perfekt. Ja, dann gehen wir mal gucken, ne? Würde ich mal behaupten. Schauen wir mal, was die für Infos für uns haben. Mensch's Bar oder Liquor Store? Gehen wir zuerst zur. Zur Bar, ne? Ja, gehen wir zuerst zur Bar, oder? Kann man sagen, ne? Wobei, ich glaube, wir gehen erst zu den Dingen, weil wir da, weil sie da ja getrunken hat, ne, beziehungsweise weil sie da Alkohol gekauft hat. Und wir haben halt, glaube ich, nur Streichhölzer von der Menschsbar gefunden. Ich würde jetzt erstmal gucken, ob mir vielleicht derjenige, mit dem sie da gesprochen hat, der vielleicht irgendwas weiß. Oder wir müssen nur einmal durch unsere Beweise durch. Clues. Genau, Handbag. Crime Scene, das haben wir nicht. Missing Ring. The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Naja. Wir fahren jetzt zuerst zu dem Liquor Store. Und dann fahren wir zu dem. Dann fahren wir zu der Bar. Ich weiß nicht, mein Bauchgefühl sagt Liquor Store.
Und danach fahren wir zur Bahn. Wenn wir das denn heute noch... Ah, wobei, je nachdem wie schnell wir jetzt in dem Liquor Store sind, könnte man das heute noch schaffen, ja. In der heutigen Folge. Wow, wow. Ey, Brother. Siehst doch, dass ich hier lang muss. Ich hab Vorfahrt. Eingebaut in mein Auto ist die Vorfahrt. Oh, da müssen wir rein. Okay, dann haben wir es jetzt gleich geschafft. Wir sind auch auf keinen Street Crime gestoßen währenddessen. Das ist natürlich frech. Naja, dann der Liquor Store. LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins? Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Okay. Die hat Sachen hier gelassen. Na gut. Dann schauen wir mal, was der denn da so, was wir so hier gelassen hat. Hier wohnt der. Ach du Scheiße, Bro. Okay, was haben wir denn hier? Bilder schon mal. Oder wohnen sie hier? Ach, die wohnt hier, for real? She wasn't always such a loner. Die wohnt echt hier, ne? In, auf dieser Matratze. Was denn? Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Okay, wir können noch mal reingucken. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Okay. Naja, soll mir ja recht sein, dass sie irgendwelche Bücher sich ausleiht. Was haben wir hier noch? Noch irgendwas Spannendes? Oh, hier ist tatsächlich noch was Spannendes. Was haben wir hier? I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Okay, Evelyn Summers, die hat irgendeine Auszeichnung bekommen, oder ist das ein Namensschild für einen Schreibtisch, was ist das? Oh, da ist irgendwas. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings, I know that place, corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Oh, cool, okay. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Keystone Films. Okay. Good to know. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Irgendwelche Klamotten oder Sachen, die sie weggeworfen hat oder sonst was? Ne. Also hier hat die gepennt einfach. What the fuck? Neben den Mülleimern. Alter, das ist ja richtig toll. Hier noch was? Nö, sieht nicht so aus, ne? Okay. Dann rede ich mal nochmal mit ihm. Gentleman. Sie sind Toiletten. Okay. Ja, erzähl mal. I'm trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and
bought a quart of rye. Okay. Irgendwie siehst du aber nicht... nicht glücklich damit aus, was du da gesagt hast. Soll ich das mal anzweifeln? Naja gut, ich habe aber nichts. Also wir wissen ja, dass sie Sachen gekauft hat, ne? Was ist das hier? Victim's Body. Dressed to Evelyn. Ne, weiß nicht, ich hab nichts, was das irgendwie. She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Okay, relationship with the victim. Are you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Ja, glaube ich dir irgendwie auch, ne? Du siehst tatsächlich ein bisschen traurig aus. I got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. Mm-hmm. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Okay, knowledge of McAfee. You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Okay. Aber diesmal guckst du ein bisschen komisch dabei. Du hattest die gerade die ganze Zeit straight, war der Blick straight. Ne, das zweifle ich an. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down and outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. Okay, no problem. Cool. Alter, wir sind voll gut geworden beim Interviewen. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Ja, wir werden unser Bestes geben. Mein Lieber, wir werden unser Bestes geben. Okay, Freunde, an der Stelle werde ich die Folge aber beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play LA Noir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.